Hallo, hallo und welcome back hier auf meinem Kanal. Ich bin Nadine Scheelens und hier geht es rund um effektive Lerntechniken für die Schule, für Prüfungsvorbereitung und für Mathe. Und im heutigen Video habe ich ein sehr effektives Tool für dich, wie du Mathe auf eine andere, kreativere Art und Weise lernen kannst und damit besser, schneller vorankommst und weniger Zeit auch fürs Lernen brauchst. Du hast bestimmt in der Überschrift schon gesehen, wie dieses Tool heißt. Und zwar geht es hier um Audio. Wie du Audio für dich in deine Lernstrategie integrieren kannst, damit du Mathe schneller lernen kannst, weil du damit deine auditive Lernebene aktivierst und ansprichst. Und das ist das, was in der Schule eher einseitig passiert. Denn die auditive Lernebene wird in der Schule nur dadurch angesprochen, dass du im Unterricht zuhörst. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du das für dich nutzen kannst und die auditive Lernebene für dich aktivierst, damit du Mathe schneller lernen kannst, vor allem dich besser auch konzentrieren kannst beim Lernen und dadurch das Lernen auch effektiver wird. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was das mit den Lernebenen überhaupt bedeuten soll. Und deswegen gehe ich darauf nochmal ganz kurz ein. Es gibt ganz allgemein gesagt 4 verschiedene Lernebenen bzw. Lerntypen. Vielleicht kennst du das eher unter dem Begriff Lerntypen. Und zwar gibt es einmal die auditive Lernebene, die visuelle Lernebene, die kinästhetische oder haptische Lernebene und die kommunikative Lernebene. Wenn du genaueres zu den verschiedenen Lernebenen wissen möchtest, dann schau gerne mal hier vorbei, denn da habe ich dir schon alle 4 Lerntypen vorgestellt und auch, warum ich es eigentlich Lernebenen nenne und nicht Lerntypen. Und in diesem Video hier geht es speziell um die auditive Lernebene und welche Techniken dir dabei helfen können, auf der auditiven Lernebene für dich zu lernen. Die erste Technik, wie du auf der auditiven Lernebene schneller und effektiver Mathe lernen kannst, ist, deinen Lernstoff als Audio aufzunehmen. Um deinen Lernstoff aufzunehmen, brauchst du keine spezielle, besondere Technik, du musst dir nichts Besonderes anschaffen. Du brauchst nur das eine Gerät, mit dem du wahrscheinlich schon sehr viel Zeit am Tag verbringst, und das ist dein Handy. Denn auf deinem Smartphone, auch wenn es eventuell schon ein bisschen älter ist, ist die Funktion Voice Recording als App integriert. Also du hast ein Diktiergerät auf deinem Telefon und das hast du auch auf den meisten Tablets. Also da kannst du dir aussuchen, welches Gerät du lieber benutzen möchtest. Und diese Apps heißen meistens sowas wie Diktiergerät, Recording oder Recorder oder Voice Recording oder auch sowas wie Sprachmemos. Such da auf deinem Gerät einfach mal nach so einer App. Die ist meistens schon vorinstalliert und wenn du es auf deinem Handy oder Tablet nicht findest, dann kannst du auch immer noch in den Play Store oder in den Apple Store gehen oder wie auch immer der Store dann bei dir heißt und dir so eine App runterladen. Ich würde dir empfehlen, das Ganze auf dem Handy aufzunehmen, denn dann hast du deine ganzen aufgenommenen Audios auch immer bei dir, wenn du unterwegs bist und kannst sie unterwegs auch immer wieder anhören. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Was ich dir auch noch empfehlen würde, wenn du merkst, dass deine Mikrofonqualität von deinem Gerät nicht so gut ist, dann nimm das Audio mit solchen Kopfhörern einfach auf. Also das sind jetzt hier ganz normale einfach. Und die haben nämlich hier so ein Mikrofon dran, also es ist wie so ein Headset eigentlich. Und damit hast du eine bessere Qualität, als wenn du das ohne Mikro aufnehmen würdest. Das musst du einfach für dein Gerät mal durchtesten. So, warum ist es jetzt so effektiv, den Lernstoff als Audio aufzunehmen und einzusprechen? Der Grund dafür ist, dass du damit lernst, die Theorie, die du gelernt hast und deinen Lernstoff in deine eigenen Worte zu packen. Und dann wirst du sehen, ob du es wirklich verstanden hast oder nicht. Weil wenn du es in deiner Audio erklären kannst, dann ist die Chance höher, dass du es wirklich verstanden hast. Du lernst damit also, deine Gedanken in Worte zu fassen. Und übrigens sprichst du damit auch noch eine zweite Lernebene an, und zwar die kommunikative Lernebene, weil du eben die Sachen versuchst auszusprechen und in Worten zu artikulieren. Und das wird dir helfen, dein Verständnis in Mathe nochmal deutlich zu verbessern, denn du wirst genau merken, wo du selber nochmal ansetzen musst, wo du Sachen eventuell gar nicht richtig in Worte fassen kannst, welche Sachen du noch nicht richtig erklären kannst. Und vor allem dieses Artikulieren und deine Gedanken in Worte fassen zu können, ist ein wichtiger Skill, den du manchmal in Aufgaben brauchst, wo du zum Beispiel einfach Begründungen aufschreiben musst in Mathe. Und deinen Lernstoff kannst du jetzt unterschiedlich aufnehmen. Entweder machst du das aus deinem Kopf, das heißt, du hast die Sachen vorher schon gelernt und versuchst einfach sozusagen, wie als wenn du es jemandem erklären würdest, einfach den Lernstoff mal einzusprechen, ohne dass du irgendwo drauf guckst.
Und dann hörst du dir das an und vergleichst es, ob du das richtig erzählt hast. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, oh mein Gott, wenn ich Audios aufnehme und ich mir die anhören muss, dann muss ich ja meine eigene Stimme hören. Und dazu möchte ich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Mir ging das genauso. Ich war auch nicht dran gewöhnt, meine eigene Stimme zu hören und konnte das auch überhaupt nicht hören, wenn ich zum Beispiel Videos von mir gesehen habe. Aber die gute Nachricht ist, du kannst dich da Step by Step dran gewöhnen. Zum Beispiel habe ich damit angefangen, einfach, wenn ich zum Beispiel bei WhatsApp Audios geschickt habe, mir diese Audios nochmal anzuhören. Und ja, am Anfang ist das super, super ungewohnt und manchmal auch ein bisschen peinlich. Aber wenn du das öfter machst und wirklich in diesem Prozess auch bleibst und nicht versuchst, das zu vermeiden, nur weil du dich damit komisch fühlst, wenn du da also dran bleibst, dann wirst du auch merken, dass du dich irgendwann quasi wie so regenerierst davon und irgendwann ist es dir total egal. Also hier einfach mal das Ego beiseite packen und einfach auf dein Ziel konzentrieren und effektive Techniken für dich finden. Und wenn das eine effektive Technik für dich eventuell sein könnte, dann bitte versuch dich dran zu gewöhnen, dass du deine eigene Stimme hörst. Und die andere Möglichkeit, wie du das für dich nutzen kannst, wenn du den Lernstoff aufnimmst, ist, dass du deine Lernübersichten einfach vertonst. Und zwar so, dass du dir die Lernübersicht anguckst und dann einfach einsprichst. Und zwar erst mit dem Thema anfangen, welches Thema das ist, dann wann du das Thema anwendest und dann wie das funktioniert. Und da kann es zum Beispiel sich um bestimmte Erklärungen handeln, um Formeln, um Definitionen, um konkrete Vorgehen zum Beispiel, dass du sagst, okay, Step 1 ist das, Step 2 ist das, Step 3 ist das zum Beispiel. Wichtig ist, mach deine Recordings nicht zu lang, versuch die relativ kurz zu halten und dann versuch auch, wenn du sie aufgenommen hast, musst du sie abspeichern, dort Struktur beizubehalten, indem du den verschiedenen Aufnahmen strukturierte Titel gibst, damit du einen guten Überblick hast und eine gute Reihenfolge vor allem auch. Zum Beispiel hilft es da auch, die Sachen durchzunummerieren. Noch eine andere Möglichkeit, diese Recordings für dich beim Mathe-Lernen zu nutzen, ist, wenn du zum Beispiel einen Lernpartner hast und ihr schickt euch diese Recordings einfach gegenseitig rüber und erklärt euch sozusagen die Themen gegenseitig. Und das Gute daran ist, ihr könnt euch gegenseitig accountable halten. Also ich weiß bis heute noch nicht so richtig eine Übersetzung für diesen Begriff. Wenn ich einen finde, dann mache ich den gleich mal hier rein. Vielleicht fällt dir auch einer ein, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Also ihr haltet euch quasi ja, accountable und sorgt dafür, dass ihr das Lernen nicht prokrastiniert, indem ihr euch diese Voices rüberschickt. Und so eine Voice aufzunehmen, so eine Lernübersicht einfach mal einzusprechen, ist weniger Arbeit, als wenn du dich hinsetzen würdest und die ganze Sache zum Beispiel auswendig lernen müsstest und ewig lange Aufgaben rechnen würdest. Und so könnt ihr euch immer zu bestimmten Terminen die jeweiligen Themen festlegen und dann ist jeder dafür verantwortlich, dieses Thema quasi abzuliefern. Also, Audio kannst du einmal auf die Art und Weise für dich nutzen, dass du den Lernstoff einsprichst und damit deine Gedanken in Worte formulierst. Die zweite Möglichkeit, wie du Audio für dich benutzen kannst, ist, Audios anzuhören. Und auch beim Audios anhören kannst du das wieder auf verschiedene Möglichkeiten für dich nutzen, um damit besser und schneller Mathe zu verstehen. Entweder hörst du die Audios ganz bewusst, das bedeutet, du kannst zum Beispiel Podcasts hören, über Mathe zum Beispiel. Ich habe übrigens auch einen Podcast, den verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Dort erkläre ich Themen, die für das Mathe-Abi relevant sind. Also wenn das Mathe-Abi bei dir demnächst ansteht, dann kannst du da gerne mal reinhören und mir auch ein Feedback gerne da lassen. Und natürlich kannst du auch statt Podcasts auch einfach Videos anhören. So mache ich das auch ganz oft, dass ich Videos gar nicht richtig schaue, vor allem informative Videos, sondern mir einfach nur die Sachen anhöre. Denn das spricht nochmal eine ganz andere Ebene an, die auditive Ebene. Und wenn du ein Video schaust, ist man eher davon abgelenkt, was da gerade so auf dem Bildschirm los ist. Also teste das gerne mal für dich aus, wie sich das für dich anfühlt, Mathe-Videos nicht anzuschauen, sondern sich nur anzuhören. Und dabei kannst du dir bewusst auch Notizen machen und dir die Sachen von Podcasts oder Videos einfach ausarbeiten. Das ist die bewusste Art, wie du Audio für dich nutzen kannst. Und die unbewusste Art, wie du Audio für dich nutzen kannst, ist, die Audios einfach so abspielen zu lassen, während du mit was anderem beschäftigt bist.
Entweder zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, wenn du spazieren gehst, wenn du gerade auf dem Weg zur Schule bist zum Beispiel. Da hilft es auch manchmal, sich nochmal eine ganz kurze Audio anzuhören. Oder wenn du gerade dein Zimmer aufräumst und putzt. Oder auch kurz vorm Einschlafen, beziehungsweise wenn du gerade schon in so einen Dämmerschlaf reinkommst, einfach so eine Audio mit Mathe-Lernstoff abspielen zu lassen. Denn dieser Weg ist sehr, sehr effektiv. Denn alles, was in diesen Momenten abgespielt wird an Audio, kommt nicht in dein Bewusstsein, sondern eher in dein Unterbewusstsein. Und damit wird der Lernstoff in deinem Unterbewusstsein verankert. Und du musst gar nicht wirklich bewusst hinhören. Das wirkt dann so ein bisschen wie Hypnose, vor allem wenn du kurz davor bist einzuschlafen und schon in diesem Entspannungszustand quasi drin bist. Denn dann sind deine Gehirnwellen auf einer bestimmten Frequenz, die es dir ermöglicht, auf einer anderen Ebene zu lernen. Das Ganze wirkt aber nur, wenn du dich vorher schon mal mit dem Lernstoff auseinandergesetzt hast und es jetzt darum geht, den Lernstoff wirklich in deinem Gedächtnis zu verankern und wenn du ihn vorher schon verstanden hast. Und zeitsparend ist es zum Beispiel auch, wenn du deine eigenen Audios anhören kannst, während du zum Beispiel auf dem Weg zu einer Prüfung bist und da jetzt keine Lust hast, deine ganzen Lernkarten oder Übersichten rauszuholen, sondern du weißt, auf deinem Handy hast du den ganzen Lernstoff drauf und du brauchst nur deine Kopfhörer reinmachen und die Audio anmachen und es geht vor allem in ein paar Minuten schon vorbei. Also da kannst du dir auf dem Weg zur Prüfung dann auch nochmal relevante Audios anhören für Themen, die du da nochmal wiederholen möchtest. Und der Vorteil davon, wenn du die Audios bewusst anhörst, ist, dass du die ganzen Sachen nochmal durchdenken kannst und dir noch eine andere Lernebene mit reinholen kannst, und zwar die visuelle, und dir versuchst, in deinem Kopf die Sachen vorzustellen, so wie sie erzählt werden. Denn das geht nochmal auf ein ganz anderes Level vom Mathe-Lernen und wird dir helfen, die Sachen auch nochmal viel besser und schneller in deinem Gedächtnis zu verankern. Wenn du dir immer wieder vorstellst, wie zum Beispiel diese Formel aussieht, aus welchen einzelnen Bestandteilen diese Formel zum Beispiel auch besteht oder wie das konkrete Vorgehen wirklich aussieht, wie du es eventuell auch aufschreiben würdest, das kann dir alles dabei helfen, dieses Visualisieren, Mathe viel schneller zu verstehen und Zeit beim Lernen zu sparen. Und das dritte, wie du Audio für dich nutzen kannst, um schneller und besser Mathe zu lernen und vor allem konzentrierter Mathe zu lernen, ist mit Musik zu lernen. Und auch hier kannst du Musik auf verschiedenen Wegen für dich nutzen beim Lernen. Und zwar einmal kannst du mit bestimmten Liedern dich in eine gute Stimmung bringen und dich auf die Lernsession zum Beispiel vorbereiten. Vielleicht hast du auch gerade ein Lieblingslied, was du gerne hörst und was dich auch so in Schwung bringt. Und dann kannst du einmal so voll abdancen dazu. Denn wenn dein Körper einmal in Schwung gekommen ist, das ist nachgewiesen, dass es dir viel leichter fällt danach, wenn du dich hinsetzt an den Schreibtisch und dein System dann einmal so runterfährt, dass du dich viel, viel besser konzentrieren kannst beim Lernen. Oder vielleicht merkst du auch, dass du eher in einem aktiveren, aufgeputschteren State bist. Dann hilft dir vielleicht ein ruhigeres Lied dabei, ein bisschen runterzukommen und in die Konzentration zu kommen. Oder vielleicht gibt es ein Lied, was dich extrem motiviert und dir Selbstvertrauen gibt. Dann hör dir das vielleicht an vor der Lernsession. Versuch da für dich rauszufinden, was für dich gut funktioniert. Und es kann auch von Tag zu Tag, von Lernsession zu Lernsession auch unterschiedlich sein. Wichtig ist es, dass du auf dich hörst und auf dein System hörst und guckst, was du gerade in dem Moment brauchst, damit du dich besser konzentrieren kannst beim Lernen. Und ein anderer Tipp, wie du Musik auch noch nutzen kannst für das Lernen, und zwar in der Lernsession, denn da würde ich dir nicht empfehlen, dein Lieblingslied abspielen zu lassen, denn das würde dich nur ablenken, ist Konzentrationsmusik. Und als Konzentrationsmusik kannst du verschiedene Sachen für dich benutzen. Es gibt Konzentrationsmusik zum Beispiel hier auch auf YouTube. Da kannst du einfach mal suchen. Da gibt es super viele Videos, die auch mehrere Stunden gehen, dass du dich auf mehrere Stunden konzentrieren kannst. Du kannst auch nach Alpha-Wellenmusik suchen. Diese Musik bringt dich dann in einen bestimmten Gehirnwellenzustand, in den Alpha-Wellenzustand, mit dem du dann aufnahmefähiger bist für den Lernstoff. Was du auch benutzen kannst, ist zum Beispiel einfach irgendwie Vlog-Musik. Also da kannst du auch mal schauen, Musik, die in Vlogs benutzt wird. Da gibt es auch super viel hier auf YouTube. Oder auch einfach klassische Musik. Wichtig ist, dass es Instrumentalmusik ist, weil ansonsten könnte das sein, dass du von dem Text abgelenkt wirst.
Und wenn es nichts für dich ist, dann kannst du zum Beispiel auch einfach mal Geräusche ausprobieren. Zum Beispiel Regentropfen. Und da gibt es auch viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Regentropfen am Fenster oder Regen auf der Straße oder Regen auf dem See oder auf Gras oder sowas. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Hier bei YouTube gibt es dazu Videos. Es gibt aber auch Apps dazu. Meine beiden Favorites, mit denen ich oft arbeite, kann ich dir hier mal verlinken. Die findest du auch einfach im App Store. Und neben Regengeräuschen gibt es natürlich auch noch Vogelzwitschern, Waldgeräusche, Windgeräusche, Gewitter. Also da gibt es super, super viel. Guck da einfach mal und hör dir die Sachen einfach mal an und probier für dich einfach mal aus, was für dich am besten funktioniert. Und es gibt auch Wellenrauschen zum Beispiel. Und in den meisten Apps kannst du auch einstellen, wie die Zeitdauer sein soll, wie lange dieses Geräusch also laufen soll. Und du kannst es auch ganz gut, diese Geräusche für dich nutzen, wenn du zum Beispiel Einschlafprobleme hast. Das mache ich auch manchmal, wenn ich gerade irgendwie mit meinen Gedanken nicht runterkomme oder sowas. Dann mache ich mir einfach Regengeräusche an oder Wellenrauschen oder was auch immer. Manchmal, das kommt auch immer auf die Stimmungslage an, sind manche Geräusche besser geeignet und manche dann wieder nicht. Also das musst du einfach für dich ausprobieren und dich da einfach ein bisschen besser kennenlernen. Mein Favorite sind tatsächlich Regengeräusche auf Gras und ich stelle das dann abends immer so ein, wenn ich einschlafen möchte, für eine halbe Stunde. Dann geht es von alleine wieder aus. Das braucht auch kein Internet, diese Apps. Und dann schlafe ich einfach ein. Das Handy ist dann irgendwann aus und dann ist alles gut. Sowohl die Geräusche als auch Konzentrationsmusik hilft dir dabei, dich besser konzentrieren zu können beim Lernen und viel tiefer in deinen Fokus auch eintauchen zu können. Und damit sparst du tatsächlich Zeit beim Lernen. Und wie immer, teste die verschiedenen Techniken für dich einfach aus und dann entscheide, welche du in deine Lernstrategie mit integrieren möchtest und welche für dich gut funktionieren. Und auch hier muss nicht jede Technik immer funktionieren. Je nachdem, was du für Aufgaben machst, wenn du zum Beispiel Mathe auswendig lernst, dann hilft dir wahrscheinlich eher, die Audios einzusprechen. Und wenn du Aufgaben rechtest, dann macht es Sinn, eher die Konzentrationsmusik für dich zu nutzen oder auch die Audios währenddessen anzuhören mit der Theorie. Werde da einfach kreativ und schau, was du für dich umsetzen kannst und wo du eventuell auch noch andere Wege findest, auf der auditiven Lernebene zu lernen. Und ich bin gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare, welche von den Techniken du vielleicht für dich schon anwendest oder welche du als erstes ausprobieren möchtest. Und vergiss nicht, mir ein Like dazulassen, denn das hilft uns hier sichtbarer zu werden auf YouTube, damit auch andere Schüler diese Videos finden. Denn ich poste jeden Mittwoch um 20 Uhr und jeden Sonntag um 12 Uhr ein neues Video mit effektiven Lerntechniken oder Mathe-Tipps und auch Tipps zur Prüfungsvorbereitung. Und hier habe ich dir auch nochmal das Video zu den Lerntypen verlinkt. Und ich danke dir fürs Einschalten, dann sehen wir uns im nächsten Video.